Es ist mal wieder Zeit für Funfair-Blog, eine Art Videoblog über Freizeitparks und Kimmels. Und heute bin ich in Bayern und zwar das erste Mal hier im, kann man das sehen, im Skyline-Park, im Allgäu-Skyline-Park bei Bad Wörishofen. Der Park wird geführt von einer Schaustellerfamilie, beziehungsweise die waren früher Schausteller, Joachim Löwenthal. Und ich war jetzt gerade noch in der Verwaltung. Und ich habe sogar den Daniel Löwenthal gesehen, der, ich weiß gar nicht, ob er mich noch kennt. Wir hatten damals mal vor Jahren bei seiner Pirateninsel ein Interview geführt. Vielleicht werde ich ihn nachher nochmal ansprechen. Ja, und bevor es hier in den Park geht, zeige ich euch natürlich nochmal mein Hotelzimmer in Bad Wörishofen. Und nach dem Intro, beziehungsweise nach erst kommt das Intro, dann kommt das Hotelzimmer und dann kommt der Skyline Park. So, also, dann würde ich sagen, legen wir los. Mal gucken, was ich hier alles so erlebe. Bis gleich. Willkommen zurück, sag ich mal. Ich bin jetzt gerade in die Tiefgarage gefahren, hier in dem Hotel. Und ich habe gerade eingecheckt. Ich habe Zimmer Nummer 268. Ja, und fahre erstmal hoch. Hier in Bad Wörishofen bin ich. Und ja, danach geht's dann. Ich wollte euch mal kurz das Hotelzimmer zeigen und danach geht's. Oh. Danach geht es, jetzt muss ich gerade mal gucken, 268 Erdgeschoss, ne? 268 Erdgeschoss, da muss ich hin. Danach geht es natürlich dann gleich wieder in den Skyline Park. Ich wollte mal kurz das Hotelzimmer zeigen, wie immer, kennt ihr ja schon, wie ist der? So. Tür öffnen, Erdgeschoss. Hallo. Hallo. 268, da muss das sein. 268. Ich drehe mal die Kamera. Ist ja für euch interessanter, oder? 268, hier sind wir. So, jetzt bin ich mal gespannt. So sieht's aus. Ich soll das hier randrücken. Hm. Achso, nee, das Licht. Achso. Hier wahrscheinlich, ne? Oder? Ah, ich habe es sogar hinbekommen. So, machen wir erstmal überall das Licht an. Ich krieg das. Ach komm, ist egal. So, Kinder, ich muss erstmal hier den Schlüssel hier erstmal irgendwie loswerden. Also, wir drehen uns im Kreis. So, pass auf. Erstmal muss ich hier den Rucksack dingsen. Schlüssel tue ich mal alles hier hin und jetzt schauen wir uns das Zimmerchen mal an. Also, wo sind wir? Wir sind da. Das ist unser Zimmer, Erdgeschoss 268 und oh, hier merkt man schon, wir sind in Bayern. Na, magst du Brezel? Dann haben wir hier einen Spiegel. Muss ich auch noch mal, ist das hier auch nochmal Licht? Lieber nicht. Das ist gar nichts. Oh, schön. So, gucken wir uns erstmal hier die Schränke an. Einmal die Schränke. Ist doch eine kleine Überraschung drin. Oh, sogar beleuchtet. Toll. Eine Wolldecke. Ein Safe. Ist hier noch irgendwas drin? Nee. Leer. Okay. Ah, die Griffe sind ja witzig, ne? Das ist voll. Ist das hier Leder? Ist Leder? Ja, hier ist auch nichts drin. Hier gibt es auch ein Restaurant. Sie hat mir an der Rezeption schon alles wieder oder alles erzählt. Ich habe wieder die Hälfte vergessen. 18 Uhr, glaube ich, bis 22 Uhr gibt es hier noch so ein schönes Restaurant. Da kann man dann noch mal ein bisschen was essen, weil ich habe noch nichts gegessen. Ne, nee, hier ist nichts drin. Nee. Ich habe noch nichts gegessen. So, da haben wir hier eine Lampe. Oh, guck mal, hier gibt es sogar Wasser gratis. Oh Gott, und was ist das? Ein Keks? Nee, das könnte hier Schokolade sein.
Oh, ein herzlich willkommen vom Team. Lieber Gast, Ihr zuständige Zimmerfrau heißt Mila. Hallo Mila. Okay. Ich glaube, das ist auch ein Familienhotel, oder? Ja, hier noch ein paar Zeitschriften und so. Hier noch mal barbarische Bilder, geh. Da schau her. So, dann haben wir hier Sport und Wellness. So eine Tasche. Ich weiß jetzt nicht, was da drin ist. Wahrscheinlich ein Bademantel, ne? Genau, Leihgabe vom Hotel. Da sind drin Badelatschen und und hier so ein Bademantel. Aber das brauche ich alles nicht. Sie sagte, hier ist auch noch ein Pool und so, den kann man benutzen. Und Sport ist heute, ist glaube ich zu oder was. Aber Sport habe ich heute schon genug gemacht, weil ich war ja in München und habe eine Runde über das Oktoberfest gemacht. So, haben wir hier einen leeren Kühlschrank. Das ist gut, dann kann ich hier nämlich noch ein Wässerchen reinstellen zum Kühlen. Sehr schön. So, was haben wir noch? Das hier ein sehr großer Fernseher. Können, das ist der groß. Ein wunderschönes Bett. Nochmal so ein Bild. Oh, schön. So, hier nochmal Licht an, bitte. So. Ja, Telefon. Ne? Hier auch nochmal so eine Schublade. Ein wunderschönes Boxspring. Noch ein Bademantel sehe ich gerade. Krass. Okay. So, dann haben wir hier noch, was ist das? Steht da drauf, was ist das denn hier? Warte mal, nee, jetzt habe ich das Licht wieder ausgemacht. Was ist das denn? Gültig für ein Jahr. Achso, Enkenzertifikat. Okay. Nee, hier ist auch nichts drin. Oh, hier ist schon so ein kleiner Teppich. Schön. Damit man, wenn man aufsteht, schön weich fällt. Aber der Fernseher ist ja riesig, ne? So, dann haben wir hier noch so eine Dings. Oh, ich habe schon wieder einen Balkon. Ich fasse es nicht. Guckt euch das an. Ja, Wetter ist aktuell nicht so schön. Es nieselt ein bisschen. Aber schön, guckt mal. Ein kleiner Balkon, das ist ja nett. Kann ich zumindest draußen noch ein bisschen sitzen. Schön. Ja, das ist doch mal, das hat doch was. So, kriege ich das Ding wieder zu oder was? Sauber. Ja, ist zu, ne? Ich habe jetzt nicht ganz laut gesprochen. Warte mal. Ich habe jetzt, sag mal, kriege ich das nicht mehr hin. Ich habe jetzt nicht ganz laut gesprochen, weil neben mir, habe ich gesehen, saß auch eine Dame auf dem Balkon und hat mich gehört. Obwohl das ja egal ist, die kann mich doch hören. So, dann gucken wir mal ins Badezimmer. Warte mal eben. Oh, ja. Toilette. Hier großer Spiegel, Kosmetikspiegel. Dann wieder so eine Box mit wahrscheinlich allerlei drin. Och. Ja, genau, das kenne ich von dem anderen Hotel. Mit Wattestäbchen und Wattepads und Nagelfeile und sowas alles. Was zum Drücken, Duschgel oder Handdings. Hier sind denn die ganzen Handtücher. Hier auch nochmal so ein Handtuch. Oh, eine Waage, eine Personenwaage. Und die Dusche hier. Ja, sehr sauber. Hier nochmal die Dusche. Riecht frisch geputzt. Sehr schön. Ja, das ist doch mal ein nettes Hotelzimmerchen. Gefällt mir. Die Glocken sind ja witzig, ne? Hier diese Glocken. Ja, sehr schön. Hat man das mal gesehen? Ich werde das erstmal alles auspacken. Und was haben wir hier noch? Irgendwelche, das ist so Zeitung und über
über das Hotel wahrscheinlich. Hotel, das heißt Tanek, heißt das. Sport- und Wellness-Hotel in Bad Wörishofen. Und jetzt würde ich sagen, ich drehe mich mal zum Bett. Jetzt geht's wieder zurück zum Skyline Park. Hey, ups, bis gleich. So, da sind wir wieder, zurück im Skyline Park. Ich muss aufhören, auf Display zu gucken. Ist das nicht unfassbar? Ja, wir haben heute Montag. Ich glaube, keine Ahnung, welcher Tag. Blende ich euch ein, habe ich schon wieder vergessen. Das Wetter ist, es hat sich ein bisschen abgekühlt. Man merkt, der Sommer verabschiedet sich so ein bisschen. Es ist jetzt aber nicht kalt. 19 Grad würde ich schätzen. Und, aber es ist jetzt nicht mehr so das Sonnenwetter. Ziegen. Ja, bin hier das erste Mal im Park und ich muss mir erstmal so ein bisschen einen Überblick verschaffen. Mir hat man vorne schon an der Verwaltung so einen Parkplan gegeben, damit ich mich nicht verlaufe. ich verlaufe mich bestimmt. Ist egal. Ja, bin hier schon sehr gespannt. Ich habe gehört, die haben auch so ein Spaßbad hier einmal, habe ich gesehen. Ja, nicht gesehen, habe ich gehört, hat man mir erzählt. Aber das ist natürlich zu, weil das Wetter nicht mitspielt. Aber ich habe ja auch genug gebadet in den letzten Tagen. So, hier ist eine Rutsche. Warte mal, ich kann hier mal die Kamera drehen. So, warte mal, das ist ja viel interessanter hier. Also, was haben wir denn hier? Ein Träger, eine Rutsche. Oh, können Sie mal eine große Rutsche, ne? Können das. Dann hier noch so eine Wellenrutsche oder was das ist. So, gehen wir hier mal weiter. Was ist das denn? Ist das hier so eine Schaukel? Ja, keine Ahnung. Irgendwie ist das hier eine Schaukel. Ja, es ist jetzt nicht so sehr viel. Was ist das denn? Ist das so eine kleine Kinderbahn, wa? Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich lang gehen soll. Ich glaube, ich gehe mal hier nach links. Ach so, das ist so eine kleine Kinderschiene. Das ist so eine, oh ja, niedlich. Kindereisenbahn. Sogar mit so einem kleinen Tunnel. Toll. Schön. Oh, die Sonne kommt raus. Es ist schon ein bisschen windig, muss ich sagen. Deswegen hatte ich mir überlegt, ich nutze die. Okay, schauen wir mal rein. Ach süß. Guck mal hier, so eine kleine. So eine kleine Kinderlok. Schönes Ding. guck mal, ist auch so ein schöner Landschaftspark hier so, ne? Also hier auch so mit allen möglichen Spielgeräten, wo die Kinder hier durch so eine Schlange laufen können. Aber da gehe ich jetzt nicht durch. Hier noch so ein kleines Rundding, so ein Spielplatzteil, keine Ahnung. Hier so ein kleiner Kettenflieger. Drückt man dann selber auf den Knopf. Hier auch nochmal so ein kleines Karussell. Achso, da kann man auch alles hier selber bedienen. Okay. Ich gehe jetzt wahrscheinlich irgendwie um den Kreis. Achso, da ist der Eingang, ne? Ja, genau. Also da vorne ist der Eingang. Ja, da gehe ich wieder zurück. Da kommt dann, glaube ich, nichts mehr. Da hinten sehe ich schon so einen riesigen Tower.
was heißt Tower? Das ist so ein, ich glaube, einer der höchsten Kettenflieger. Aber ich weiß nicht, ob er, es ist schon ein bisschen windig. Ich weiß nicht, ob er fährt. Wahrscheinlich nicht. War das vielleicht zu wenig? Aber wir gucken mal, wir gucken mal. Wenn er nicht fährt, ist auch nicht schlimm, weil ich habe Höhenangst. So, wie gesagt, ich finde das ja immer total spannend, neue Parks zu entdecken, wo du noch gar nicht warst, dich gar nicht informiert hast und nichts. Ja, und da bin ich dann sehr gespannt. Heute ist der letzte Ferientag, glaube ich, hier in Bayern, hat man mir gesagt. Und ja, so ist die Ferienzeit dann auch so ein bisschen vorbei. Und ja. Moin! Das ist der Chef. Löwi 1, ja, das ist der Chef. Da kenne ich noch seine. Morgen! Ich habe schönes Wetter mitgebracht, ne? Ich gebe auch nochmal die Hand hier. Moin! Grüß Sie! Alles gut? Ja, danke. Hervorragend! Willst du einen Flaschenöffner haben? Was? Ich habe einen Flaschenöffner. Warte mal, ich gebe mir mal kurz einen Flaschenöffner. Mal kurz Pause. So, oh, meine Hose rutscht. Oh, Kinders. Ich habe erst eine neue Hose gekauft und weil meine andere Hose war mir zu eng. Ich habe wohl zugenommen. Warum erzähle ich das eigentlich? So, hier so ein Kettenflieger, schön. Schön. So ein Kettenflieger. Ach so, Spaßbad. Ja, das hat natürlich zu, weil aber wir können ja nur kurz reingucken. Aber wie gesagt, ist zu wegen dem Wetter. Da ist dann nochmal so eine, ach krass, so eine Rutsche und ein Bad eben, ne? Genau, so eine Rutsche hier. Warte mal, ich kann nochmal ein bisschen versuchen ranzuzoomen. Könnt ihr das von oben sehen? Bei schönem Wetter kann man hier also auch noch sogar baden. Wusste ich zum Beispiel gar nicht. Ja, dann gehen wir mal wieder zurück. Ach, warum rutscht denn meine Hose so? Was soll denn das? Ich habe ja schon wieder erzählt, dass meine Hose rutscht. Wollte ich doch gar nicht. So, ist das hier so ein Rundgang? Ja, da geht es nicht weiter. Okay, gut, dann gehen wir hier mal lang. Wasserballons. So. Auch hier schön, ne? Mit den Pflanzen. Ja, hier ist nochmal was für Kinder. So ein Kinderkarussell. Ich meine, gut, das mit diese Kinderdinger, die werden wir uns, da werde ich nochmal so rüberschwenken. Aber euch interessiert ja eher nur so die größeren Attraktionen. Oh. Bisschen Toiletten. So. Velodrom sehe ich da hinten. Was ist das denn? Velodrom. Ach so, da kann man diese Fahrräder da fahren. Okay. Ich glaube, ich hatte auch in Erinnerung, dass die hier so ein... was ist das denn? Das ist so eine Lasershow da? Keine Ahnung, ich gehe jetzt einfach mal hier andere Seite. Dass die so eine Art Metroliner, kennt ihr das aus dem Hansapark, dieser Metroliner? Oh, das ist glaube ich schon für Halloween. Shadow Camp. Das hatte man mir glaube ich auch erzählt. Hier so ein kleiner See. Oh, Springbrunnen und so. Schön. Schön, schön. So. Das ist ja auch cool hier, ne? Guck mal, hier für die Hunde ist so eine Hundetankstelle mit Wasser. Das ist ja auch nett. Oh, da haben wir schon was. Oh, hier, die S8er-Bänche. Ja, die nehmen wir mit. Da müssen wir auf jeden Fall rein. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Ich glaube, ich bin auch noch nie so ein Teil gefahren. Fragt sie jetzt bloß, wo ist der Eingang? Jetzt geht das schon wieder los. Könnt ihr auch einfach die Schilder folgen, ne? Aber ne. Oh, ich sehe da hinten schon die Geisterschlange. Oh. Okay. Da hinten ist noch so ein Kondor. Da die Geisterschlange.
Die kenne ich auch noch von der Kirche. Oh, typisch. Der Eingang ist auf der anderen Seite. Oh Mann. Na gut, denn. Na komm, wir gehen jetzt hier einmal komplett rum. Oh, ist ja witzig. Hier so ein Fahrstuhl. Der fährt dann hoch und dann. Oh nee, ich sehe da hinten auch so einen Slideshoot. Bungee. Jetzt geht's hier aber los. Hier, jawoll. Ja, witzig. Ja, komm mal, das nehmen wir mit. Bin mal gespannt. Na, ja, kommt er hier. Jawoll. Aber das sieht eher so gemütlich aus. Also nicht so trilliges. Aber ich denke mal. Oh, hier, Künden ist. Da noch ein Ding. Ah, da fährt die auch gerade. Warte mal, ich versuche mal ran zu zoomen. Achso, das ist so eine Achterbahn. Da hinten sehe ich auch noch so ein Kondor. Oh nö, da bist du so langsam über Kopf. Oh ne. Okay. Das ist so ähnlich wie im Holiday Park, ne? Kann das sein? Oh ne. Okay. Ja, dann würde ich sagen, machen wir aber erstmal das kleine Ding. Da haben wir so ein Riesen. Ich sehe auch gerade, die haben eine Schiffsschaukel. Oh. Ja, geil. Hier ist noch so ein bisschen Mucke. Hier da hinten habe ich noch gesehen, da gibt es hier Sling Shoot oder wie das heißt oder wie sich das schimpft. Ja, hier ist der Eingang. Ja gut, dann würde ich sagen, fahren wir jetzt mit, ach hier steht es ja auch, Skyrider. So, jetzt fahren wir mal zum ersten Mal so eine Einschienenachterbahn. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. So, mit Fahrstuhl und so. Toll! Hier ist eine Besonderheit, dass man mit dem Fahrgeschäft, also mit diesem. Oh, warte mal. So, jetzt. Dass man hier mindestens 2 Personen benötigt, sonst kann man nicht fahren. Wahrscheinlich ja, wegen Gegengewichten alles. Aber sieht auf jeden Fall interessant aus. Hier nochmal den Fahrstuhl. Oh, interessant so die Technik, ne? Oh, so ein bisschen Nervenkitzel. Krass. Naja, gucken wir mal. Ui. Was. Das Teil kenne ich tatsächlich von Rollercoaster Tycoon, das Ding. Nicht schlecht. So, sind wir mal. Wunderbar, ich danke dir. Hab einen schönen Tag, ja? Ciao. So, war doch mal witzig.
So. Achtung, Bürgerstreik. So, ich bin ja eigentlich nicht so der, der Freund von Schiffschaukeln, aber ich habe mir gedacht, Mensch, das ist jetzt ein Husfahrgeschäft und bin ich lange nicht mehr gefahren. Und deswegen mache ich das jetzt einfach mal, in der Hoffnung, dass wir nicht schlecht werden. Oh, es kribbelt schon. Oh. Oh. Oh nö. Oh. Ich mache es natürlich nur, damit wir die Technik so ein bisschen sehen, ne? Mit den Rädern und so. Hey. Oh Gott. Oh. Zumindest geht das nicht über Kopf. Das ist schon mal gut. Oh. Oh. Kinderchen. Looping, jawoll. Oh. Schön. Oh, hey. Oh. Ah. Ja, also erstaunlicherweise wird mir bis jetzt nicht schlecht. Ich hoffe, das bleibt auch so. Ah, so, jetzt reicht's auch. Okay. Hey. Oh, ich sehe gerade da drüben. Oh, okay, da drüben ist doch so ein Wasserfall. So ein kleiner Wasserfall und so. Schön. Jawohl. Ich sehe hinten auch Sky Circle, sehe ich ja gerade. Das ist so ein, oh nee, das ist so ein Propeller ist das, glaube ich. Oh. Oh, er bremst ab, sehr gut. Oh Gott. Ja, schönes Ding. Ein schöner Klassiker eben, ne? Schiffschaukel ist, obwohl ich das eigentlich gar nicht ab kann. Na, was tue ich alles nicht für euch? Und ich saß hier an der Spitze. So, Kinders, nun will Papa auch aufsteigen. Ja, interessant. Mit diesen Rädern, mit dem Antrieb. Immer wieder erstaunlich. Ich drehe mich mal hier. Wie das alles so funktioniert, ne? So. Siehste. Ach. Dankeschön. Schönen Tag. So, gehe ich überhaupt richtig? Ja. So. Haben wir das auch? So. Jetzt fängt es ein bisschen an zu regnen. Gott sei Dank habe ich eine Jacke mit. Wir gehen mal. Ja, hier lang. Das ist nie so ein bisschen, ne? Ja, wir sind gerade hier, das habt ihr ja gesehen, ne? Diese Skyrider gefahren. War ganz witzig. Das Ding kenne ich ja aus Rollercoaster Tycoon und ihr sicherlich auch. Und danach habe ich hier die Schiffschaukel mal mitgenommen. Obwohl ich ja Schiffschaukel nicht so ab kann. Aber das tut mir nicht alles. Ich saß sogar an der Spitze und ganz alleine. Ja. Hier ist so ein bisschen Mucke. Das ist, glaube ich, so eine kleine Minenachterbahn oder irgendwie sowas. Wo gehen wir denn jetzt lang? Rechts? Ja. Wir gehen, glaube ich, rechts mal lang. Ja, das ist so eine kleine Minenachterbahn. Ach, warte mal, ich kann die Kamera wieder umdrehen. Warte mal. So. Jetzt kommen wir hier, glaube ich, gleich an diesen Slingshot, da wo man hochgeschossen wird. Das habe ich ja, glaube ich, mit Vanessa im Freizeitland Geiselwind gemacht. Hier ist noch so ein kleines Karussell. Oh, schon eine Höhe, ne? Hier so ein Trampolin. Ach du Scheiße. Oh nee. Ja, super. Ja, ich weiß nicht. Morgen!
Scheiße. Ja. Stehen jetzt ein paar Leute. Theoretisch könnte ich das jetzt auch machen. Theoretisch. Okay. Ja, scheiß drauf, dann mache ich das jetzt. Oh Mann, ey, egal. Das tue ich nicht alles, ey. Große Lust habe ich an dich, aber naja, nützt ja nichts. Nimm mal mit. Sky Shooter, wie das Ding heißt. Wie gesagt, ich kenne das Ding schon, aber man hat immer wieder großen Respekt vor dem Teil. Na egal, wir machen das jetzt einfach. Wir steigen einfach mal ein. Ich kenne das Teil ja schon. Aber es ist schon eine scheiß Höhe, ne? Wenn man das mal hier so sieht. Ja, schön. Okay. Ja, wünsch mir Glück. Scheiße. Okay. Mal schauen, ne? Schon eine Höhe? Hä? 60 Meter, glaube ich, ne? Es ist mir, ja, ist egal. Es ist mir jetzt gerade so. Das geringste Problem. Oh, nee. Es war schön, sie gekannt zu haben, ne? Ja, ebenfalls. Ja, genau. Oh, wir sind offene Menschen. Ja, genau. Oh, Mann, ey, aber das kriegen wir schon hin, das Ding. Also wenn es aufhört zu ziehen, können wir eigentlich sicher sein, dass wir fliegen. Okay. Ich glaube, ich bin so ein Ding schon mal in Geiselwind gefahren. Ich bin das letzte Mal vor 10 Jahren so ein Ding gefahren. Ach du Scheiße. Ja, okay. Also ich glaube, ich Gott! Oh Gott! Oh mein Gott! Oh, okay. Oh, ist okay, ist okay. Ja. Alter. Oh. 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 Oh mein Gott. Ja, jetzt wird's entspannt. Ja. Oh. Aber es hat was, ne? Es ist witzig. Alter. Schöner Überblick. Oh. Fast wie Riesenradfahren. Ja, nur ein bisschen schneller. Oh, hey Gott. Wir haben es hinter uns gebracht, wir haben es überlebt. Mein Gott. Alle 10 Jahre einmal. Ja, ja, jetzt reicht es auch wieder, ne? Ach, oh, schönes Ding. Ja. Ist entspannt, könnt ihr fahren, ist in Ordnung. Aber da fährt er weich, ne? Also ja. Der Abschuss, der ist nicht hart, der ist richtig, nee, der ist richtig entspannt. Ja, der ist sehr angenehm. Muss man wirklich sagen. Ach Gott. So, das hat das Schlimmste haben wir überstanden hier. Ja. Da hinten gibt es, glaube ich, noch einen Propeller, habe ich gesehen. Alles gibt's hier noch. Oh Gott. Viel Spaß. Ja. Das atmet schon in Arbeit aus, ne? Ja. Andere würden sich freuen, wenn sie sagen, ey, ist doch cool und so. Man quält sich hier durch. Oh Mann. So. Da ist mein Red Bull, ne? Oh, meine Hose rutscht. So. Weiter geht's. Ja, da haben wir das Schlimmste hoffentlich hinter uns gebracht. Wie hieß das Ding? Sky Shoot, glaube ich. Wie gesagt, das kenne ich schon aus dem Freizeitland Geiselwind. Nee, Geiselwind? Geiselwind, die haben auch so ein Teil. Und ja, kostet mich immer so ein bisschen Mut, da einzusteigen, weil du hängst wirklich nur so an Seilen. Und so eine drehende Maus, ne? Oh, warte mal, ich drehe mal wieder die Kamera ab. Warte mal eben. So. Ah, das ist so mit Drehen. Ja gut, können wir theoretisch gleich mitnehmen, wenn wir schon mal hier sind. Aber alles, was sich so dreht, ne, da bin ich so, boah, ja. Aber gut, nimm mal mit.
Ja. Komm, scheiß drauf. Kann ich gleich mitnehmen? Oh, nee. Jawoll. Danke da. Ja, schön. Ja, ist egal. Kommen wir mal mit, wenn wir schon mal hier sind. Jetzt muss ich schon wieder umbauen. Ich bin gerade mal den Weg gegangen. Guck mal, hier seht ihr noch mal, warte mal, ich drehe noch mal, schon mal wieder die Kamera. Hier seht ihr noch mal den Sky Shoot. So, ne? Gut. Dann drehen wir da, dann steigen wir da auch gleich ein. Aber ich möchte vorwärts fahren, nicht rückwärts. Oh, da hätten sich von, oh, sehe ich auch noch so eine Kotzmühle da hinten. Ja, egal. Gut. Mir ist jetzt schon schlecht. Gut, dann fahren wir jetzt hier die Sky Spin, heißt das Ding. Dann steigen wir da mal ein. Jawoll. Wo muss ich drauf drücken? War das der Knopf? Ja. War nicht ganz so schlimm, ne? So, ich muss hier noch mal ganz kurz meinen Rucksack irgendwie dingsen. So. Ja, witzig, jetzt habe ich gerade den, der bei Sky Shoot mitgefahren ist, gerade wieder getroffen. Sind wir wieder zusammen gefahren. Oh, meine Haare. So, ja, dann sind wir hier diese Achterbahn gerade gefahren. Ich glaube, das bin ich schon mal auf einer Kirmes gefahren, Spinning Racer von Bruch damals. Ich glaube, das ist sogar das gleiche Layout. Ja, ist eben ein Spinning Coaster, glaube ich, so nennt sich das. Die Kette, jawoll. Danke da. Ja, alles, was sich so dreht, ist jetzt nicht so mein Gebiet. Ach, jetzt habe ich die Kamera wieder. Ich habe schon wieder den falschen Knopf wieder gedreht. Da kommt der Chef wieder. Und jetzt bezieht sich das so ein bisschen. Ich hoffe, es regnet nicht. Es soll ab 17 Uhr, glaube ich, ein bisschen regnen. Aber bis dahin, denke ich mal, bin ich vielleicht auch durch. Hier mal nochmal einen Schwenk. Der Kettenflieger. Das ist eine Sauhöhe, ne? Wir gehen einfach mal hier rein. Hier gibt es hier immer noch so einen. Ach, hier immer noch einen guten Blick auf die Achterbahn, ne? Wenn man jetzt hier nochmal guckt. Ja, warte mal, ich drehe euch mal. Hier sieht man nochmal schön die Achterbahn. Jawoll! Da steigen Kinder, habe ich gesehen. Ununterbrochen ein. Steigen aus, steigen gleich schnell wieder ein. Also ich würde schon nach einer Runde würde ich schon einen Halt machen. Also mir hat schon eine Runde gereicht. Ich brauchte echt immer so eine kleine Pause. Oh, da ist wie so ein Propeller, ey. Boah, nee.
Hier gibt es ja Essensstände und sowas alles. Oh, die haben sogar ein Laufhaus. Toll, sehe ich ja jetzt erst. Après-Ski-Party. Kenne ich doch auch irgendwie her. Ja, hier gibt es so eine Snackbude. Oh, hier ist Musik. Das mag YouTube nicht so. Deswegen muss ich ein bisschen reden. Hier ist so eine Feuerwehrleiter oder was. Hier ist noch so eine kleine Bootsbahn. Das ist, glaube ich, die Rückwand von... Kann ich da anzoomen? Das war, glaube ich, früher von Turbo Force. Wie hieß das? Turbo Force? Die Rückwand, ne? Bin ich der Meinung. Das Ding kenne ich gar nicht. Was ist das für ein Looping? Ist das ein Looping-Geschäft? Oh, nee, da bin ich raus. Jetzt Looping-Geschäft, keine Chance. Ne. Hier diesen Skyfly. Ja, hier durch ein Spiegellabyrinth können wir doch gehen, oder? Lass uns doch mal was Gemütliches machen. Lass den Papa doch auch mal irgendwas machen. Irgendwas Gemütliches. Après-Ski-Party, tatsächlich. Das stand, glaube ich, früher auf der Kirmes. Ja, das ist, glaube ich, so ein Spiegellabyrinth, ne? Jo. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir doch da durch, oder? Ja, komm, nimm mal mit. Ich war da tatsächlich auch noch nicht drin auf der Kirmes. Tatsächlich nicht. Das sieht doch ganz witzig aus. Ja. Würde ich sagen, machen wir das gleich. Ich glaube, ich bin jetzt im hinteren Teil des Parks. Und da kommen noch so, Turbo-Fußzeug. Da kommen jetzt, glaube ich, noch so ein paar Action-Geschäfte oder sowas. Ja, guck mal, warte mal, ich drehe mal kurz die Kamera. Da seht ihr noch mal da, das ist so mit über Kopf und so. Oh, nee, vergiss es. Nee. Nix für Papa. Papa muss hier rein. Ne? Moin, hi. Ja, das kann ich hier noch von der Kirmes. Krass. So, hier mit Rollen und so. Oh, Kinders. Oh, ich muss mich auch kurz festhalten. Mit einer Hand. Hey. Looping. Looping-Abschüsse und jawohl, hier, das kennt man auch hier. Guck mal, das springt sogar. Na, warte mal, da muss ich jetzt genau gucken. So, jetzt kann er gehen. So, toll, mit solchen Springdings. Hier so ein Eichsperr. Ist ja witzig. Oh, jetzt muss ich ein bisschen schneller gehen. Nicht, dass ich hier nass werde. Hier gab es auch noch mal damals hier so ein Förderband, man kennt es. Man kennt es. Ja, cool. Guck mal, hier ist so ein Elch. Ja. Toll. Oh, nee, da sieht man hier hinten so ein Looping-Karussell. Hey, Looping. Da steigt Papa definitiv nicht ein. Da sehe ich mich nicht drin. Hier nochmal so eine Rollen, bitte. Gibt es hier so ein Spiegellabyrinth. Ist auch ein großes Zelt hier so, ne? Also, ja. Hier sowas, man kennt es. Boah. Jetzt bin ich fast mit dem Schuh. Ach komm, ist egal. Fast hängen geblieben. Ah ja. Ja. Das kriege ich auch noch hin. Sarreich. Nee, ist das Österreich? Doch. Oh nee, sonst auch so eine Drehdinger. Ey. Nee. Oh. Oh, hier so ein großes Ding. Oh nee. So, hier so eine. Ja. Weiß ich nicht, wie man das nennt. Hier so ein Spiegeldings. Du bist. Der längste und der dünnste, das wäre schön. Was guckst du? Ah, okay. Wow, sieh dich an. Gott, bin ich nicht so schön. Irre, du bist der Schönste, ja. Weiß ich nicht, ob ich der Schönste bin. Hier nochmal so eine. Ach du Scheiße.
so eine Ausbalancier-Dings. Das kriege ich mit einer Hand. Das ist gar nicht so einfach, aber das kriege ich hin. So, hier müssen wir natürlich durch. Ach so, muss ich? Wo ist denn der Eingang? Ich gehe jetzt hier einfach mal durch. Boah. Eingang Glaspalast. Okay. Eingang Glaspalast. Dann gehen wir doch da rein. Okay. So, alles lief nach Plan, aber der Plan war scheiße. Ich habe gelernt, man muss eigentlich nur nach oben gucken und dann siehst du, wo die Glasscheiben positioniert sind. Also ich werde definitiv nicht an die Scheibe rennen, hoffe ich zumindest. Oh, ist mir jetzt schon schlecht. Jetzt stell dir mal vor, diese Platte dreht sich noch. Dann wäre bei mir aus. So, jetzt muss ich den Ausgang hier finden. Aber ich glaube, das wird... Guck mal, ich habe ihn schon gefunden. Ah, hier. You win. So. Ich glaube, hier kann man nicht mehr rumgehen. Nee, alles klar. Da habe ich es verstanden. Oh. So, hier auch nochmal so ein Reifendings. Oh. Okay. Ja. Dann haben wir hier nochmal so ein... Weiß ich nicht, ein Gang. Hier Schwitz, hopp, Schwitz, hopp, Schwitz. Das ist hier auch nochmal so ein schiefes Teil. Warning, keep out. Gut, gut. Hier nochmal so ein. Achso, dann gehe ich hier nochmal. Ne, da geht's nicht weiter, ne? Ne. Hier muss ich weitergehen. Toll. Was es hier alles so gibt und so. So mit Bildern und so. Achso, hier sind so Sprüche. Achso. So, hier nochmal ein Schwenk. Oh nee, es gibt solche Fäden, ne? Da muss ich durch, oder was? Oh nee, wie mache ich das denn? Ja, warte mal, jetzt muss ich erstmal hier... Jetzt muss ich erstmal den Rucksack hier irgendwie abnehmen. Ich mogel... Oh! Das ist so einfach. Ja, und du? Geschafft. So, hier haben wir nochmal einen schönen Ausblick. Oh, ist ein bisschen windig gerade. Hier können wir nochmal einen Schwenk machen. Jetzt läuft hier auch wieder Musik. Ich hoffe, YouTube hat nichts dagegen. So, hier nochmal solche, ach, keine Ahnung, irgendwelche Bälle hier, warte. Irgendwelche Hindernisse. Hier nochmal das Zelt, bitte. So. Dann gehen wir hier mal runter. So. Jetzt ist nochmal so ein Hindernis. Ach. Ach. Oh Gott. Achso, man kann entweder hier durch die... Muss man hier noch durch und so? Toll. Hier sind auch nochmal so Spiegel. Und hier ist so eine Röhre. Na, da kriegen wir hin. Mir wird jetzt schon schlecht. So, hier gibt es wieder irgendwelche Rollen. Hier muss man nochmal durchgehen. Machen wir. So. Dann geht's, glaube ich, hier raus. Ja. Gefällt mir. Ja, war doch ganz nett. Hier noch solche... Was ist das? So eine... Keine Ahnung. Ich habe mich gerade hier... Guck mal, hier gibt es noch solche... Warte mal. Ganz witzig. So eine Falltüren. Falltüren nicht. Wie sagt man? Oh, ich rede wieder so laut. Solche... Treppen. So, dann gibt es hier eigentlich nur noch so eine schiefe Brücke hier.
Und das war's, Kinders. Das war's. Nett gemacht. Nett gemacht. Achso, es läuft gerade eine Wassershow. Jetzt habe ich das verstanden mit der lauten Musik. Ach so. Ja, jetzt ist sie natürlich zu Ende, ne? Ja, jetzt ist sie zu Ende. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal zu diesem riesigen Kettenflieger. Oh, der ist so windig hier. Bevor es vielleicht noch stürmisch wird oder so und der dann halt gar nicht mehr fährt, würde ich sagen, weil da hinten sehe ich ein paar dunkle Wolken. Würde ich sagen, gehen wir mal dahin und schauen uns das mal an. Das ist eine Sauhöhe, ne? Also warte mal, ich kann euch mal noch. Hier, wenn man sich das mal anguckt. Scheiße. Achso, hier ist noch so ein Looping-Fahrgeschäft. Da sehe ich mich aber nicht drin. Da sehe ich mich nicht drin. Also das Ding dreht sich nochmal um die eigene Achse und dann geht das auch nochmal komplett über Kopf. Da sehe ich mich nicht drin. Können wir uns gleich mal angucken, wie das Ding fährt. Oh Gott. Wenn ich das schon sehe hier mit Drehen und. Oh nee. Lass mal. Guck mal, jetzt machen wir hier mal ein Looping, hier ein paar Loopings. Einfach mal auf Ehre. Schön, oder? Guck mal, das dreht sich. Auf entspannt. Und dann geht das Ganze auch nochmal schön über Kopf. Oh Gott, nee, da wird mir doch kotzübel in dem Ding. Nee. Nee. Ah. Jawohl. Ja, da geht das schon los. Oh nee. Boah. Dann fahre ich da hinten lieber die Wildwasserbahn. Oh, nee. Nee. Jawoll. Looping. Abschuss. Nee. Da sehe ich mich definitiv nicht drin. So. So, das Looping-Fahrgeschäft hier links neben mir. Das lassen wir schön aus. Da hat der Papa jetzt nicht so. Ja, das würde ich glaube ich nicht überleben. Da wird mir glaube ich richtig übel. So, komm. Bringen wir es hinter uns mit dem Turm hier. Sauhöhe, ne? Es ist eine Sauhöhe. Ich habe immer so ein bisschen Höhenangst. Warte mal, da gibt es noch so ein Ding. Wir gehen einfach mal hier lang und schauen mal, was uns hier erwartet. Da hinten ist, glaube ich, noch so eine Einschienenachterbahn oder was das da ist. Davon habe ich, glaube ich, schon mal gehört. Na, warte mal, hier kommt erstmal nichts. Weiß ich nicht, da sitzt du fast wie auf dem Motorrad oder was? Keine Ahnung. Boah, ach so, hier steht die. Könnt ihr jetzt noch nicht. Boah, Kinders, bin ich selbst schon schlecht. Das ist die Wildwasser 3, glaube ich, die hier steht. Bin ich auch gespannt. Da muss ich natürlich auch mal mitfahren. Bin ich ja lange, die bin ich auch früher auf der Kirmes gefahren. Und dann würde ich sagen, machen wir hier. Muss kurz überlegen. Machen wir hier die schnell die drei Innenaufnahmen und ja, nehmen die Wildwasserbahn mit, hier diesen Kettenfliegern mit. Hünden das. Du lieber Gott. Das ist hinten nochmal diese Einschienenachterbahn. Ja. Ach du Scheiße, ist das eine Höhe. Wir stehen jetzt hier am Kettenflieger. Wenn man sich das mal anguckt, sieht aber schön aus, ne? Sieht schön aus. Also auf jeden Fall, das ist hier
Ja, eine Sauhöhe. Eine Sauhöhe, Digga. Eine richtige Höhe. Ja, nehmen wir auf jeden Fall mit. Steht das irgendwo dran, wie hoch der ist? Nee, ne? Allgäuflieger. Ja, ist egal. Komm, wir steigen ein. Hoch, runter. Ich werde noch nicht mal 5 Minuten aushalten. Ich würde sagen, komm, hier ist super hier oben, aber ich muss viel runter. Ja. Ich habe irgendwas vergessen. Ich würde mir irgendwas einfallen lassen. Ja, ich glaube, ich bin heute doch krank. Ja, genau. Ich fühle mich heute nicht so. Ja. Oh Mann, ey. Aber da kann man zumindest ein bisschen von den Alpen mal sehen. Das ist ja, doch mal was. Ja, das ist wahr. Und man hat noch einen besseren, aber wir sind ja noch höher als diese, wo wir vorhin drin waren, ne? Oh ja. Oh, ist das. Hätte ich mal doch eine Jacke anziehen sollen. Mhm. Oh Gott. Man, müssen Sie jetzt alles fahren, jetzt, was hier gibt, oder? Ja. Ja? Es geht! Also, ich habe schon das Looping-Fahrgeschäft dahin. Oh. Oh, schön. Ja, schön hier. Ja, schon. Das Looping-Fahrgeschäft, was da über den Kopf. Oh. Was da über den Kopf geht, das habe ich mal ausgelassen, weil ich sage, ja, nee, das. Da wird mir denn übel. Echt? Ja, also alles, was sich so dreht, was. Und naja. Müssen Sie jetzt auch die Kindersachen machen? Oder? Nee. Nur die Erwachsenen. Ja. Hauptsächlich, ne? Aber warum jetzt zu der Zeit? Weil ich verstehe es nicht, wäre es im Sommer nicht besser, wenn man sieht, dass ja alles voll ist und so? Ja, also was ist das für ein Kanal? Und ich berichte so über Parks und okay. YouTube dann, oder? Ja, genau. Okay. Und ich komme aus dem hohen Norden. Ah. Aus Lübeck. Oh. Eich. Und da kann ich eben nur filmen, wenn ich jetzt. Schön. Wenn ich selber so Urlaub habe, weißt du? Okay. Und deswegen muss ich ja mit meiner normalen Arbeit verbinden. Und deswegen kann ich mir manchmal die Tage gar nicht aussuchen. Ach so, das heißt, machen Sie einfach nebenprojektlich? Ja, genau. Okay. Kannst mich ruhig duzen, ich fühle mich immer so alt, wenn du mich versiehst. Ach so, ja, Gewohnheit? Ja. Wegen Arbeit, ja, genau. Ach guck mal, wir auf der Arbeit sind alle per Du. Ja. Also wir duzen uns alle. Ja, bei uns erst, wenn man es zulässt. Ja, kenne ich auch noch so von Firmen, die so nicht so auf Startups sind, sondern so ein bisschen so. Das war bei uns BMW oder so. Ja, 350 Mitarbeiter und alles. Ja. Boah, ist aber ganz schön windig da oben, ne? Ja, das ist. Das schätzt man, ey. Ja, morgen krank. Kannst du sagen, ich war im Freizeitpark, jetzt bin ich krank. Alter, das ist aber echt eine Höhe. Musstest du echt tatsächlich anfragen, ob du hier jetzt mitfilmst? Ja, das mache ich. Das gehört sich auch so, dass du eben vorher dir eine Drehgenehmigung holst. Okay. Fragen die Parks natürlich auch, was hast du genau vor und sowas alles. Und dann meldest du dich an, gehst nochmal zur Verwaltung nochmal kurz. Und Okay. Also so mache ich das immer. Na, und so lernst du auch unheimlich viele Menschen so kennen, ne? Ja, ja. Also die Parks selber sind ja auch alle vernetzt. Ja. Und dann kenn ich auch natürlich einige Schausteller. Das war hier auch früher eine Schaustellerfamilie. Okay. Und die kenne ich zum Beispiel auch noch von ganz früher, aus Anfang oder Ende der 90er Jahre hatten die große Wildwasserbahn, damit sind die gereist. Unter anderem, also es ist schon mördermäßig interessant. So, wie geht das Ding hier auf? Ich weiß es gar nicht. Einfach rausziehen. Ach so! Ach Gott, das ist ja mördermäßig einfach. So. Ja, man sieht sich bestimmt noch mal, ne? Ja, bis später. So, ja. Man hat sich wieder getroffen. Das war doch... Ist auf jeden Fall... Also extrem windig oben. Und ja, es ist mördermäßig hoch, also es lohnt sich so. Ciao! Schönes Ding.
So, dann fahren wir mal die Wildwasser 3. Wie gesagt, die kenne ich noch aus meiner Jugend oder Kirmeszeit. Jetzt habe ich auch eine der größten, also es war früher eine der größten transportablen Wildwasserbahnen der Welt, bin ich der Meinung. Ja, genau. Hätten wir ja auch eine Jacke anziehen können, ich Idiot, ne? Ja, egal. Hier thematisiert. Ah, hier tropft's. Ja, ich hoffe mal, dass ich nicht so nass werde. Aber das ist schon ein großes Teil, ne? Also Wahnsinn. Und wenn man bedenkt, dass das damals aufgebaut wurde und transportiert wurde, ist das schon Wahnsinn. Aber oh, cool. Ja. Na gut, hinauf geht's. Oh. Nee. Hey. Ja, ich habe echt Glück, dass es aktuell nicht regnet, weil ich dachte erst so, also laut Wetterbericht war das so, dass wie gesagt haben 75% Regen. Bis jetzt, toi toi toi. Ich glaube, die Bahn hat eine Höhe von fast 30 Metern, ne? Oder? Ah. Auf jeden Fall hat man auch, oh, ganz schön windig. Schöne Aussicht. Ich freue mich auch schon auf die Geisterbahn Geisterschlange. Mal gucken, ob die da irgendwas verändert haben. Oh. Mann, ist das windig. Zahnwachs hätte ich mir sparen können heute. Hier nochmal ein Ausblick. So, jetzt geht's runter, bitte. Oh. Hey, Looping. Oh. Oh. Ja, sehr schön. Ja, Achtung, Achtung bitte. Ihr habt ein paar Tropfen abbekommen. So. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen besser was erkennen jetzt. Hier der Turm, ne? Anstatt ich mir eine Jacke anziehe, ne? Ich habe eine Jacke mit. Nein. Oh Mann, jetzt habe ich wieder nicht nachgedacht. Jetzt sitze ich nur im Pullover hier drin. Oh nö. Und nochmal bitte. Hey! Boah. Oh, Scheiße! Ja, sehr schön. Also ich bin doch nass geworden. Oh Gott. Einmal nochmal wischen. So. Oh Gott. Jetzt wird's frisch.
Ich glaube, ich ziehe mir doch gleich eine Jacke an. Oh, hier. Eine Sonnenbrille, bitte. Ja, das war doch mal schön. Oha! Wir nehmen die Hände, die Frau. Wir werden nicht mehr draußen bleiben. Ja, ne? Ah, hier ist ein Buscherknopf. Da haben wir zu viele Bäume hier rumstehen, weißt du? Ah! Also, das habe ich nur Einschlag, so. Ja, das ist Gas, ja? Denn? Okay. Und dann gleichzeitig doch drin, ist es schneller. Ah, wunderbar, schnell sind wir gut. Ach, so viel heißt der Bus leer ist, ja? Ah, ja, das kriege ich hin, da bin ich mal gespannt. Das kriegen wir hin. So. Okay, dann machen wir ein bisschen nach vorne, damit ein bisschen was sinke. So, immer Gas hier. Immer Gas. Witziges Ding. Hat was. Hat echt was. Witzig gemacht. So, jetzt muss ich nur gucken, wie ich hier rauskomme. So. Ist witzig. Schönes Teil. Schönen Tag, ne? Ciao. Ah, witziges Teil. Also bin ich tatsächlich noch nie gefahren. Ich habe nur auf Gas gedrückt und Booster und gib ihm. Witzig, witzig. Nur natürlich die Kapazität ist hier das Problem. Ne? Also ich denke mal, wenn es ein voller Tag ist, dann hier nochmal so ein Schwenk. Dann wartest du, glaube ich, ewig. Weil immer nur zwei Personen fahren können und es ist ein Fahrzeug auf der Strecke. So, ich fahre hier gleich nochmal los. So, ja, das war witzig. Wie ihr gerade gesehen habt, sind wir einmal die Wildwasserbahn 3 gefahren. Die kenne ich, wie gesagt, noch aus meiner Jugend. Raus mit euch, Schleichter. Okay, morgens im Brezel. Ja, mit der Wildwasserbahn 3 gefahren, die wir hier vorne nochmal sehen. Ich mache nochmal so einen Schwenk. Wie gesagt, die kenne ich aus meiner Jugend. Schönes Teil. Und es ist mal wieder schön mal... Es ist wahnsinnig groß, ne? Wahnsinn! Hammer. Oh, jetzt kommt die Sonne sogar noch ein bisschen raus, wie schön. Genau, war eine schöne Fahrt, dann bin ich auch ordentlich nass geworden. Und ja, diesen Kettenflieger gefahren, habt ihr auch gesehen. Ich habe immer so Mörderrespekt von der Höhe und dann, wenn es oben so windig ist, dann kriege ich immer so leichte Panik. Also war schon eine kleine Überwindung. Ja, und dann diesen Sky, ja, wie heißt das? Hier heißt vieles Sky, ne? Fällt mir gerade mal so auf. Hier sehen wir die auch nochmal, die Wildwasserbahn. Schön. Genau. Schönes Ding. Oh, immer windig hier. Ja, dann ist hier nochmal so ein Jumping, weiß ich nicht, so ein kleines Dorf oder was, keine Ahnung. Und hier, das ist bestimmt wahrscheinlich auch noch aus der Kirmeszeit, die Fotokasse. Genau, dann sehen wir hier nochmal die Bahn. Ich habe den Namen von dieser Achterbahn wieder vergessen, keine Ahnung. Sky,
Sky Spike oder was? Nee, Sky Dragster heißt das. Da habe ich es gerade abgelesen. Witzig. War mal ganz witzig. Also, ja, hier ist schon ein kleines Oktoberfest, hätte ich fast gesagt. Also der Turm, der ist echt von der Höhe. Wenn man auch sieht, wie dick der ist, ne? Wie sagt man denn? Der Stamm, keine Ahnung. Aufzapft ist. So, dann gehen wir hier mal durch die Gaudi-Hütten. Oh, überall so bayerische Musik, eh? Oh, jetzt eine Brezel. Da hier drin ist noch eine Daddelhalle, da müssen wir jetzt nicht reingehen. Hier noch so ein kleines, da hinten so ein kleines Karussell. Wenigstens kommt die Sonne mal ein bisschen raus. Gestern oder vorgestern war es mir zu warm, habe ich dann auch schon wieder gemeckert. Ne? Und heute zu kalt. Wenn man das hier nochmal sieht, warte mal, ich drehe mal die Kamera. Guckt euch an, wie dick dieses Teil ist. Wahnsinn, ne? Wahnsinn. Und wenn du jetzt hier direkt unten stehst und guckst, ja, ist schon eine Höhe. Leckst mir am Arsch. Und dann hängst du dann nur so an so Ketten, ne? Also so an so dünne Ketten. Und wenn du mit so leichte Höhenangst hast, achso, jetzt fährt er los. Wenn du so leichte Höhenangst hast, dann ist das schon, also mich kostet das schon eine Überwindung. Jetzt geht's ab hier, jawoll. Abschuss. Danke darf. Ich glaube, wenn ich jemals ein Fahrgeschäft hätte, dann würde ich das einfach nennen Dagadaf. Und wenn du dich dann noch so innen drehst, also so dein Sitz noch nach innen und nach außen gedreht wird, ey, dann ist Panik. Also bei mir. Ah, guck dir das an. Ah, Gott. Ja, schön. Habe ich Gott sei Dank hinter mir. Oh, meine Haare sind ja jetzt erst. So. Ja, jetzt gehen wir. Da hinten sehe ich noch so eine Raftingbahn. Die war früher auch auf der Reise. Ich glaube, die hat Daniel Löwenthal oder Marlies Löwenthal betrieben. Und die war ja auch auf der Kirmes. Und ja, krass. Das war, die bin ich aber tatsächlich noch nie gefahren. Kirmes. Ich finde, heute wieder so durcheinander. Bist gar nicht im Bild. Was? Alles okay. Nee, ist privat. Kein YouTube. Hallo, ich bin's, der Ben. Hallo, aber es guckt ja keiner. Zwinker, zwinker. Ja, nee, ist privat, ist privat. Die läuft gar nicht, die Kamera. Ja. Will berühmt werden? Ja. Ja, nee, da bist du bei mir falsch. Nee, ist ja nur privat. Nee, berühmt sein ist auch doof. Ja, wie geil ist es, wenn ich kauf sie ein Lambo. Okay. Ja, da haben wir hier genau die Wasserbahn. Drehen wir mal die Kamera. Ja, wie gesagt, da werde ich jetzt nicht einsteigen. Lass mal. Das ist hier. Damit bin ich tatsächlich früher schon mal gefahren mit Sky Circle, genau. Auf dem Hamburger Dom stand das Ding mal. Und da bin ich mal mit gefahren. Ja, wie gesagt, ist ein Propeller, ne? Ja. Und dann haben wir hier, das meine ich, diese Raftingbahn. Die können wir machen, die nehmen wir mit. Dann ist hier noch so eine kleine Achterbahn. Ja. Kann man mitnehmen, glaube ich. Ne? Ist jetzt nichts irgendwie. Ja, nehmen wir mit.
Ja, es ist so eine kleine Achterbahn, glaube ich. Ja. Aber ich glaube, wir fahren erstmal hier diese Raftingbahn. Berg und Tal. Hetz. Achso, das ist eine. Achso, ich habe die Kamera noch gar nicht. Entschuldigung. Weil ich lese das hier gerade. Berg und Tal Hetz, neu, eine Achterbahn für die ganze Familie. Also scheint das neu zu sein. Achso, da wirst du dann noch beschleunigt und so. Ja. Super. Aber wir fahren jetzt erstmal hier diese Raftingbahn hier. Erstmal ein bisschen was Ruhiges. Obwohl, naja, gut, die dreht sich auch, ne? Ah, hier die ganzen. Warte mal. Ah. Ups. Ist auch schon groß, ne? Guck mal hier. So ein Fahrstuhl und hier auch noch so ein Spritzer. Skyrafting. Okay. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir das mit und fahren eine Runde damit. Ist auch groß, ne? Wenn man bedenkt, das war auch früher auf die Reise mitgefahren. Ist schon krass. Oh, jetzt habe ich rangezoomt, wollte ich auch gar nicht. Na gut, da kann man, glaube ich, jetzt nicht viel sehen. Gut, dann steigen wir auch da ein und nehmen das einfach mal mit. Cool mit dem Fahrstuhl, ne? Das ist ja schon echt witzig, dass man hier so eine Art Fahrstuhl für die Bahn nimmt. Oh, hier tropft's. Naja. Hi. Ja, das ist in dem Sinne so eine klassische. Ne, klassische ist es eigentlich nicht. So eine Raftingbahn. Mit einem. Ja, hier mit so einem Fahrstuhl. Guck mal, jetzt weiß nicht, ob man das sehen kann. Nee, kann man nicht sehen. Ach toll, der dreht sich sogar. Ist ja witzig. Hey, der geht aber schnell. Geht aber schnell nach oben. Oh nö, jetzt habe ich mich falsch hingesetzt. Ich wollte nicht rückwärts. Oh nö. Na gut, ich drehe mich ja, ne? Ja, stimmt. Ja. So, jetzt geht hier diese Klappe auf. Und ist ja witzig. Hey, ich hoffe, ich drehe mich nicht so doll. Oh, nee. Oh, oh nee. Oh, Alter. Oh, nee. Oh. Alter! Ja, ist witzig. Oh nee, der spritzt jetzt hier Wasser, ne? Oh nee! Ah. Das ist doch nicht schlecht. Der spritzt ja die ganze Zeit. Was soll denn das? Ja, ist witzig. Und auch hier, wenn man bedenkt, ne, dass das auf Reisen war. Riesiges Becken hier. Hat was. Siehste, nun sind wir das auch gefahren. Oh, jetzt kommt hier noch Wasser von oben. Wird verrückt. Sind wir das auch gefahren? Haben wir gecountet. Ach nee, ist ja keine Achterbahn, ne? Ist ja nichts mit Counten und so. So. Ich glaube, ich kann schon aufsteigen, ne? Danke dir. Ciao. So.
Siehst du? Oh, jetzt wird es aber windig hier. Da sind wir wieder. Und gehen weiter. Ja, wirklich cool, so eine Raftingbahn. Und wie gesagt, früher hieß die, glaube ich, Wild and Wet auf der Kirmes. Das weiß ich noch. Ja, da hinten die Achterbahn, die scheint neu zu sein. Also, warte mal, ich glaube, das ist von SBF Visa, glaube ich. Bin ich mir jetzt aber nicht sicher. Ja, da ist jetzt, sind da viele Kinder aktuell. Aber ich glaube, das können wir uns sparen. Wir gehen einfach. Ich habe schon wieder den falschen Knopf gedrückt. Ich wollte sagen, wir gehen einfach diese kleine Achterbahn, die können wir da uns, glaube ich, sparen. Da hinten. Wir gehen jetzt hier einfach mal weiter, weil da kommt eine größere Achterbahn, die leider auch über Kopf geht. Die nehme ich dann, glaube ich, auch noch mal mit. Ich glaube, das ist auch, glaube ich, die Hauptattraktion hier oder eine der Hauptattraktionen. Ja, komm, na, wir sind da hier. Das ist schlimm, ne? Ich klinge schlimm. Die anderen Leute freuen sich, wenn die damit fahren können. Und ich mecker hier rum und sag so, nö, ich will nicht. Ach, ihr wisst, wie ich das meine. Ihr wisst es doch. So. Da hinten sehe ich jetzt noch ein Riesenrad. Mal gucken, ob ich da vielleicht, ja, da kann ich vielleicht auch noch mit einsteigen. Warte mal, ich kann hier nochmal so einen Schwenk machen. Ne? Also da hinten seht ihr den Spinning Coaster. Und da den Sky Shoot und dort hinten ist da nochmal ein Riesenrad. Und ja. Hier kommt jetzt auch nochmal von Schenken und so Bauch. Das ist so eine kleine Achterbahn. Warte mal, ich kann mal wieder die Kamera nochmal drehen. Das ist hier so eine kleine Achterbahn. Da hinten, da ist die Hauptattraktion. Ich glaube, das ist auch von SBF Visa, glaube ich. Das ist so eine, ach, noch mit drehender Gondel und so. Nö. Ja, das ist so ein kleines Teil, ne? Das ist jetzt nicht so was für Papa hier. Das ist Kidspin. Heißt das Teil. Ich glaube, das kenne ich auch. Ja, das dreht sich noch so. Nee. Nee, lass mal. Ja. Genau. Hey. Ja, das ist was für Kinder, ne? Gut, dann gehen wir hier mal weiter. Und gucken mal an uns, was uns da erwartet. Ja, was uns da erwartet, weiß ich ganz genau. Weil ich sehe es ja direkt vor mir. Das hier. Mann, ey, aber es fährt ja, glaube ich, nur einmal rum, ne? Wenn es nur einmal so rumfährt, dann ist es okay. Ah, jetzt kommt hier die Bimmelbahn. Das ist so wie im Bayernpark, ne? Das ist wie im Bayernpark, so eine Bahn. Die dann einmal so um den Park fährt. Schön. Hätte ich eigentlich auch mal machen können, ne? Mal was Gemütliches. So, dann sehe ich hinten noch einen Autoscooter. Warte mal, ich kann hier mal wieder die Kamera drehen. Eine Brücke. Ja, hier wie gesagt, die kommt gleich die große Achterbahn. Wir können ja mal hier mal lang gehen. Weil da hinten ist noch so ein Autoscooter. Aber Autoscooter ist jetzt nicht so meine Welt. Ich bin auch früher irgendwie als Kind nicht so Autoscooter gefahren, eher so Schrägrad. oder da hinten ist schon wieder irgendwas, was sich dreht. Oh ne. Ja, Autoscooter. Boah, das riecht hier nach Autoscooter. Okay. Ich glaube, ich hätte anders gehen sollen, weil
Da geht's wieder zum, oder da geht's zum Condor. Ich glaube, ich fahre erstmal hier das Ding. Das Teil. Ja, komm. Ja, komm, lass mal das S fahren, da habe ich es hinter mir. Ja, alles, was so jetzt über Kopf geht und so. Ja, mit zunehmendem Alter, mit 21, lass es euch gesagt sein, da merkt ihr das dann später auch. So. Schon krass, ne, die Technik, die so dahinter steckt. Warte mal. Hier so ein großer Motor und so. Ich glaube, hier steht auch keiner an. Ach, doch einer. Oh, nö. Ah, nee, das war wahrscheinlich eine Anhupe, ne? Oh Gott. Ah, nee. Das ist von Maurer und Söhne, sehe ich wieder. Oder sehe ich gerade. Wir können ja mal kurz eine Fahrt mal anschauen. Das drückt ganz schön auf den Magen. Oh, nix für Power. Ja, schön. Einmal reicht auch. Geil! Ja, warte doch schön. So, oh, die Bahn hat mich geschafft, ey. Also ich fahre heute nichts mehr, was sich dreht oder sowas. Vergiss es. Nix. Oh, nee. Also, ich bin ja davon ausgegangen, dass die Bahn eine Runde fährt, aber die fährt zwei Runden. Und,
kennt das. Opa muss erstmal aufstehen. Also sie fährt zwei Runden. Das Problem ist, sie fährt eben auch langsam nach oben, langsam über Kopf und die drückt irgendwie schon auf den Magen. Und dann noch rückwärts und oh nee. Also wie gesagt, für Adrenalin-Junkies und die sagen, Mensch, alles cool, ist okay. Aber für Papa hier, nee. Also die hat mich zerstört. Noch eine dritte Runde und ich hab, Ja, ganz so schlimm nicht, aber man merkt es vielleicht schon, ich bin so ein bisschen angeschlagen. Aber da merkt man mal wieder, wie jung man ist. Oh. Vielleicht fahre ich noch mit der Bahn und dann ist gut. Hier noch fahre ich jetzt auch nicht. Aber ich zeige euch das mal. Ein schöner Kondor. Ich weiß jetzt nicht, ob das der ist aus dem Heidepark, der ehemalige Kondor. Das weiß ich jetzt nicht. Guck mal, sieht der hier noch von Hus. Sky Twister. Ja. Auch schön, dass es noch solche Anlagen gibt, ne? Da hinten ist noch so ein Wasserfall oder was das ist. Da können wir auch nochmal hingehen. Also hier machen wir so einen Schwenk. Da sehen wir nochmal die leckere Achterbahnchen, die mich zerstört hat. Jetzt gucken wir mal hier im hinteren Teil des Parks. Oh, ich bin so fertig. Oh Gott. Oh, hier die Geisterbahn. Die nehmen wir natürlich mit. Auf die freue ich mich wirklich. Da steht sogar noch Lehmann dran an der Seite. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Oh, hier ist irgendwas Ruhiges. Oh, Kind, das ist genau was für mich. Oh, hier schön. Schön. Oh. Aber wir gehen hier mal rein. So eine versteckte Ecke. Oh, guck mal. Das ist eine Höhle oder was? Nee. Hä? Hier so ein See. Okay. Achso, hier geht man. Ist das schön gemacht, ne? Ja, hat was. Okay. Ich weiß jetzt nicht, wohin es lang geht. Aber ich gehe hier einfach mal nach oben. Oder ist das so ein Aussichtspunkt oder was? Ja, anscheinend. Ach so. Ja, hier ist nichts. Also einfach so ein. Aber hier kann man leider nicht runterschauen, aber ja gut. Haben wir das mal gesehen. Aber so ein kleiner Ruhe. Ah, hier, guck mal hier. Wenn jetzt der Kondor laufen würde, würde auch ein schönes Bild sich ergeben, ne? Vielleicht haben wir ja Glück und er fährt gleich. Ja, pass auf. Ich warte so lange, bis der fährt, dann mache ich nochmal ein Bild und dann gehen wir weiter. So, da fährt er. Der wunderschöne Kondor. So, ich gehe jetzt hier mal weiter. Ich gehe jetzt hier mal runter. Aus diesem Waldweg, wo lande ich denn hier? Okay. Ja. Ich wusste gar nicht, dass man hier landen gehen kann. Aber anscheinend schon. Ja, sieht es, da haben wir noch so einen netten kleinen Geheimgang entdeckt. So, dann haben wir hier hinten den Autoscooter. Das sehen wir hier. Da hinten der Kettenflieger. Und hier ist der Kondor. Der heißt ja hier, wie heißt er denn hier? Sky Twister. Oh, wir drehen hier nochmal auf. Jawoll! So, hier ist das Ding, was mich kaputt gemacht hat. Oh, hier schön, ne? Schön. Ich mag sowas.
Ja, hier ist nochmal so ein Drehdings. Aber wie gesagt, heute drehe ich mich nicht mehr, ey. Ich habe auch gesehen, es gibt ja auch so einen Süßwarenstand, habe ich gesehen, ob die auch Rumkugeln haben. Also so, oh. So, boah, wie geht's? Rumkugeln, so braune Rumkugeln. So bin ich immer noch auf der Suche. Ich musste gerade mehr irgendwas runterschlucken. ja, irgendwie gibt es die nicht mehr. Also damals habe ich die noch immer bekommen und jetzt hat die keiner mehr. Ah, komm, wir fahren mal Geisterbahn, ey. Machen wir was Entspanntes. Aber hier schön, ne? Warte mal, ich kann hier nochmal die Kamera drehen. Nee. Oh, falscher Knopf. Jetzt kommt die Sonne raus. Das sieht doch schön aus. Dann hast du da oben so einen kleinen Weg. Da könnte man auch so eine kleine Maze dann reinmachen, so, ne? Mit so einem. Das ist doch, eignet sich doch dafür. So, genau. Hier kann man es sehen. Lehmann Geisterbahn. So hieß nämlich der ehemalige Besitzer der Bahn. War wie gesagt auch ein Schausteller. Und den nehmen wir mit. Da freue ich mich schon drauf, mal wieder mit der Bahn zu fahren. Und ja. Hier noch so ein Lüder See. So ein kleiner. Und dann drehe ich. Guck mal, jetzt kommt hier nochmal tatsächlich die Sonne raus. Ach, wie schön. So, dann sehen wir hier die Geisterbahn. Ah, da freue ich mich schon drauf. Na gut. Dann würde ich sagen, steigen wir ein, wa? Wir sind gespannt. Stoppen! Gut gegen Böse. Das wird spannend. Wir sind bereit.
So, das war doch mal, ja, dieser Zyklon, den kannte ich auch noch von damals. Das war auch immer so das Highlight der Bahn und einer der Highlights. Cool, dass es die Bahn auch noch gibt, dass der Park die hier aufgebaut hat. Ja, ich liebe ja Geisterbahn, wisst ihr ja. Und ich habe auch einige neue Sachen da drin entdeckt. Muss ich auch kurz mal wieder hinsetzen. Warte mal, ist die Bank nass? Nee, die ist nass. Hab ein paar neue Sachen da entdeckt, die früher nicht drin waren. Also eine schöne Geisterbahn, hat mir gefallen. Ja, und die war eben auch, ich komme mittlerweile so vor wie so eine kleine Zeitreise, ne? So eine kleine Kirmes-Zeitreise, weil ich einige Achterbahn nicht, aber einige Fahrgeschäfte wiedererkenne oder wiedergesehen habe. Und unter anderem auch die große Wildwasserbahn 3. Da habe ich sehr drüber gefreut. Und jetzt auch hier die Geisterbahn. Da fährt hier wieder das Ding, was mich kaputt gemacht hat. Und ja, hier muss ich nochmal kurz gleich ein Video machen, kurz für Instagram, auf die alten Zeiten. Und ach so, sorry, ich habe noch vergessen, der Skyline Park hat mich eingeladen, nur damit ihr Bescheid wisst, habe ich ganz vergessen zu sagen. An dieser Stelle nochmal einen herzlichen Dank, auch für eure Gastfreundschaft. Ja, ich glaube, ich bin doch fast durch. Hier muss ich nochmal kurz ein Video machen für Insta und dann, dann geht das weiter. So, sei schon wieder so. Oh. Dann sind wir, glaube ich, auch durch, ne? Also das Größte an sich selber haben wir gemacht. Hier hinten noch so ein kleiner Brunnen. Sehr schön. Jetzt kommt doch noch die Sonne raus. Herrlich. Hier ist auch noch eine große Wiese. Warte mal. Ich drehe mal. Hier könntest du noch tatsächlich auch noch was hinbauen. Oh, das ist so ein kleiner Mini-Freefall Tower. Den habe ich auch noch gar nicht gesehen. Da hinten ist die Kugel. Und wo komme ich da hin? Können wir mal lang gehen. Hier ist wieder so ein Haltepunkt für die Bimmelbahn. Und da hinten scheint es, weiß ich gar nicht, was es das ist. Hier sind wir auf der rechten Seite wieder die Geisterbahn, die Geisterschläge. Kind, das habe ich mich gerade erschrocken. Zu spät! Keiner kann uns mehr stoppen! So. Der Professor ist unser Gefangener und kann uns nicht mehr aufhalten. Nun können wir den Skyline Park mit dämonischer Finsternis überziehen. So. Und alles oh, richtig eine Geschichte und so. Wo geht's denn dahin? Ist das ein Streichelzoo oder was? Nee. Irgendwie. Was ist denn das? Also hier hätte man tatsächlich auch noch Platz, was hinzubauen. Da hinten ist so ein, oder ist das für Halloween? Wahrscheinlich, ne? Hier läuft eh wieder Musik. Ich weiß gar nicht, ob das, ja, wahrscheinlich ist das hier für Halloween. Das sieht danach aus, das ist hier so eine Fläche, so eine Veranstaltungsfläche, würde ich jetzt schätzen. Also da vorne, das ist schon so eine Maze-Kulisse, ne? Ich glaube, das wird für eine Halloween-Fahrt sein. Halloween-Zeit sein. Guck mal, hier eine Riesenwiese. Da kannst du noch hier eine Mörder-Achterbahn hinbauen. Ist eigentlich auch ein ganz guter Fotopoint, so, ne? Ist eigentlich auch schön. Ja, hier muss ich gleich nochmal einen Schwenk machen. Nützt alles nichts. Hier mache ich, glaube ich, noch mal kurz einen Schwenker. So, immer mit dem Licht gehen, das haben wir gelernt. Ja, mein Fazit zu dem Park. Es ist natürlich jetzt nicht so diese große Thematisierung. Ne? Man hat hier, es ist ein sehr schöner, so ein Landschaftspark, würde ich das eher bezeichnen, wo man viele, ja, ich sag mal, ehemalige Kirmesattraktionen wiederfindet. Natürlich auch einige Achterbahnen, die man so vielleicht noch nicht so kennt. Hier das Ding, das bin ich ja auch noch nie gefahren. Das Teil war auch mal ganz nett. Und ich glaube, ich gucke jetzt gleich nochmal auf den Parkplan, aber ich glaube, ich habe so weiter die ganzen Highlights,
Die habe ich, glaube ich, alle gemacht. Ich gucke jetzt gerade hier auf das Schild noch, ob da irgendwas. Flotter Otto. Ne, ich glaube, ich habe da alles soweit durch. Wie gesagt, ich gucke jetzt gleich nochmal auf dem Parkplan. Ich will auch nicht allzu spät los, weil ich habe noch eine etwas weitere Reise vor mir. War ich doch schon, ne? Ja, hier war ich schon. Eine etwas weitere Reise vor mir. Deswegen, der Park hat heute bis 18 Uhr auf. Und ja, guckt auf jeden Fall mal rein, schaut euch das mal an. Ich war, wie gesagt, zum ersten Mal hier und sind auch wunderschöne so Landschaften, so, ne, schön gebaut. Jetzt kommt diese, jetzt wenn die Sonne natürlich rauskommt, dann ist das Flair ganz anders, ne? Krass, wie viel sowas ausmacht, ne? Wenn das so grau ist, dann ist alles so ein bisschen so trüb und so, aber wenn die Sonne jetzt so rauskommt, das ist schon. Achso, da vorne ist noch so eine Show, glaube ich, hatte man mir gesagt. Ich kann ja mal hier lang gehen. Da war ich noch nicht. Ja, Show ist jetzt nicht so meine Welt, muss ich gestehen. Ist auch, glaube ich, schwer zu filmen. Ich weiß sogar nicht, ob das der Film da erlaubt ist. Von daher, ja, Shows muss man immer irgendwie selber erleben. Ich gucke hier nochmal, also hier vorne ist diese Show. Und dann haben wir hier nochmal so eine kleine Themenfahrt für Kinder, nehme ich mal an. Wo du hier über so eine Baustelle fährst. Baustellen hatte ich auf der Autobahn schon genug gehabt. Die brauche ich jetzt nicht noch oben drauf. Spüre die Zentral. Nee, warte mal, es ist gar keine Show. Spüre was? Ist das so ein Rundfahrgeschäft oder was? Nee. Oh nee, lieber nicht. Victory. Oder ist es so ein Madhouse? Ich kann ja mal in der Verwaltung fragen, was das ist. Aber wenn das so ein Zentrifugalkraft oder irgendwie sowas ist, dann bin ich da raus heute. Okay. Da geht's ja auch noch weiter. Warte mal, war ich da schon? Ach nee, warte mal, das Riesenrad habe ich noch nicht, ne? Stimmt. Ja komm, dann nehmen wir das Riesenrad mit nochmal, dann haben wir da noch so einen Überblick. Hier ist so eine kleine, kleines Gut. Eine etwas größere Schaukel. Und ah, da dreht sich doch irgendwas. Nee, Kinders. Heute fahre ich nichts mehr, was sich dreht oder sowas. Nix. Da hat auch gerade einer gesagt, der rausgegangen ist, das geht. Hier ist nichts. Da hat auch einer gesagt, das geht tierisch oder es geht sehr stark auf den Magen. Nix. Das mache ich heute nicht mehr. Da bin ich raus. Aber guck mal, es gibt auch so kleine, so kleinere Gänge, wo du ein bisschen was entdecken kannst hier. Ne? Hier, eine Bank. Aber auch so viel Grün hier, ne? So mit Bäumen und so, sowas liebe ich ja. Wo nicht einfach so, wo alles so ein bisschen versteckt ist, wo man nicht immer alles auf einmal sieht. Hier ist noch so ein Würfel oder was das ist. Hier, ne? Ja, da seht ihr es. Und jetzt kommen wir wahrscheinlich zum Riesenrad, oder? Ja, sehr schön. Gut, dann fahren wir nochmal. Ich musste gerade schon wieder aufstoßen. Entschuldigung. Hier ist nochmal der See. Aber hier war ich noch gar nicht, ne? Na komm, dann fahren wir hier nochmal Riesenrad. Und dann geht auf. Ja. Sonne scheint auch gerade. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. So, wo ist denn der Eingang? Hier ist der Eingang. Okay, schönes Ding. Ja, fahren wir so ein bayerisches Riesenrad, gell? Ja, sehr cool. Ja, was ich, wie gesagt, hier cool finde, ist für die Hunde, ne? Oder für die Hunde wahrscheinlich.
nenne ich wahrscheinlich mit Sicherheit, diese Hundetankstellen, wo du überall, die sind überall im Park verteilt, mit Wasser und alles, habe ich gesehen. Ja, das finde ich toll, dass man da auch an die Tiere denkt. Und ja, was ist mir noch aufgefallen? Ja, habe ich ja schon erwähnt, das ist jetzt nicht so Thematisierung, sondern eher so Landschaftspark. Das hatte man früher auch, ja auch im Heidepark, ne? Also ganz früher hatte mir das auch damals, ich glaube, der Bodo Stieler erzählt. Das war früher der Abteilungsleiter für die Fahrgeschäfte und der hatte mir damals erzählt, weil ich hatte das auch angesprochen, so mit Thematisierung im Heidepark, und er meinte, ich glaube Anfang der 2000er Jahre, nee, also wir sind ja eher ein Landschaftspark, kein Themenpark. Ich weiß jetzt nicht, heute hat sich das wahrscheinlich ein bisschen geändert, aber früher war das so, ne? Ja. Und ansonsten habe ich hier eigentlich alles gemacht. Wie gesagt, ich gucke jetzt hier nochmal rüber. Ich bin der Meinung, dass es hier noch so eine Rodelbahn, ich weiß nicht, wo ich das gesehen habe, ob es hier noch so eine kleine Rodelbahn gibt. Falls ja, dann würde ich auch nochmal rodeln. Aber ich kann mich auch täuschen, ich kann mich auch täuschen. Naja, gut. Jetzt fahren wir gleich nochmal Riesenrad und genießen nochmal entspannt die Aussicht. Alles, was wie gesagt dreht, fahre ich heute nicht mehr. So, wie drehe ich jetzt die Kamera? Ne, ich kann die ausmachen, ne? Auf Pause. Ne? Jetzt ist die Frage, welcher Knopf? Der? So, hier mal ein bisschen was Entspanntes. Gott sei Dank ist es auch nicht mehr so windig. Jetzt habe ich mich aber natürlich falsch hingesetzt irgendwie, ne? Oder? Hier sehen wir die Autobahn, schön. Ah, doch schon ganz schön windig. Hier oben. Ah. So, dann sehen wir, haben wir hier mal so ein bisschen den Überblick. Oh, Kühn, das ist windig. Oh, ich drehe mich ja wieder hier. Ich will mich nicht drehen. Aber das sind ja so ein Riesenrad mit offenen Gondeln. Ne? Aber der ist doch schon ganz schön groß, der Park. Ich dachte so, naja, so ein kleiner hübscher Freizeitpark. Aber der ist ja überhaupt nicht. Der ist ja schon, wenn man so sieht vom Gebiet her, kannst du einiges hinbauen. Krass. Ah, Gott. Mir ist schlecht. Wenn ich ruhig werde, dann wird es immer gefährlich. Guck mal, da schießt die Kugel gerade hoch. Jawoll. Also der Starflyer da hinten, der war für mich auch eine absolute Herausforderung. Und das war windig oben. So, hier, mal die Räder bitte. So, jetzt können wir hier nochmal die andere Seite nochmal ein bisschen filmen. Ach so, ich kann ja hier drehen, ne? An diesem Rad, ne? Nee, will ich nicht. Nee. Ich will mich nicht drehen. So, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Runden man fährt. Ich glaube, das ist auch so ein, kein stationäres Rad, sondern auch so ein Kirmesrad, ne? Ein ehemaliges. So, ach so, da vorne ist noch so ein Kletterpark, sehe ich gerade. Ja, da wisst ihr Bescheid. Da vorne ist auch der Eingang. Oh, es ist hier windig. Boah, Kündnis. Da fährt gerade noch die Schiffschaukel. Aber ich glaube, ich habe mich dann wahrscheinlich irgendwie geirrt. Hier gibt es keine Rodelbahn. Nee. Boah. Kündnis ist das windig. Da vorne sehe ich ja jetzt erst, da ist Krinoline, aber ist, glaube ich, abgebaut. Die kenne ich auch noch damals von der Kirmes. Krinoline, siehst du. Ja, zwei Runden reichen auch, ne, oder? Habt ihr den Park mal gesehen?
wenn wir jetzt hier noch eine Runde drehen, dann. Nee, sehr gut. Dann hat das ja gepasst. ach so! Ja, eine Runde noch, vielleicht, wenn es geht. Weil dann kann ich für Instagram noch ein paar Bilder machen. Siehst du? Netter Operator. Dann mache ich noch eine Runde für Instagram, noch eine und dann haben wir es. Danke dir, ja? Dankeschön. So, Kinders, das war das Riesenrad. Dann haben wir den Park mal von oben gesehen. Sehr schön. Ich habe dem Operator gerade noch einen Flaschenöffner geschenkt. Der hat sich gefreut. Ja, da hat er, finde ich mal so cool, so ein kleines Geschenk überreichen und den Leuten so mal eine kleine Freude zu machen. Ne? Irgendwie, ja, wer mag das nicht? So, dann gehen wir, glaube ich, auch so langsam Richtung Ausgang. Ich muss noch mal tierisch auf den Pott. Ich habe eigentlich noch nichts gegessen. Ne? Ich überlege jetzt gerade, ob ich eine Kleinigkeit irgendwas esse hier noch. Oder ob ich irgendwie während des Weges dorthin zum nächsten Ziel vielleicht irgendwo kurz halte, dann irgendwas esse. Ja, muss ich mal gucken. Also wie gesagt, ein sehr, sehr hübscher Park so. Könnt ihr euch dementsprechend mal anschauen, wenn ihr noch nicht hier wart. Hier gibt es auch für Adrenalin-Junkies einiges geboten. Bis hin natürlich für Kinder auch viel. Shows habe ich jetzt nicht gesehen. Weiß ich jetzt nicht, ob es hier was... Ach, hier gibt es auch einen Streichelzoo, sehe ich gerade. Löwis Restaurant. Okay. Ach, hier gibt es auch so ein Restaurant. Ne, hier ist die Werkstatt. Wahrscheinlich... Naja, wir gehen einfach mal. Ne? Auf jeden Fall, was ich jetzt noch gerade erstaunlich fand, ist, dass ich Krinoline gesehen habe. Ja, und das Ding hier, ne. Zero, wie heißt das Ding nochmal? Gravitation, nee, das hört schon, das ist schon irgendwas mit Drehen und so, nee. Bayerisches Dorf, achso, das ist gerade weiter hinten im Park. Okay, hier stand wahrscheinlich auch irgendwie früher irgendwas. So, dann, oh, da kommt bestimmt gleich irgendwas Bayerisches. Oh, zapft ist. Ach, schön, wenn die Sonne so rauskommt. So, jetzt können wir die Kamera vielleicht mal wieder drehen. Warte mal. So. Tatsache, das ist die Krinoline. Ich werde verrückt. Aber ohne Zelt. Tatsache. Krass, dass man die hier noch wieder sieht. Die war doch früher von Reue, glaube ich, ne? Oder? Krass, die Krinoline hier. Hier heißt sie Sky. Ne, nicht Sky-Fans. Ne, hier ist ja auch Krinoline. Die steht ja auch dort da drüber, ne? Okay, krass. So, war ich da schon? Ich glaube, da war ich schon. Hier ist nochmal so ein See und so. Könnt ihr hier nochmal kurz lang gehen? Und das mal ein bisschen hier euch zu zeigen. Schön. Hier ist... Ach so! Wie? Oh, jetzt gehe ich hier mitten... Ach so, das ist so ein Wasserding. Da hinten sehe ich noch eine Kockenfahrt. Aber die... wie gesagt, es dreht sich und... Nee, lass mal. Ja, okay. Hier ist so ein Wasserding. Dann können wir auch wieder zurückgehen. Stell dir mal vor, da läuft die ganze Zeit so eine Musik, da werde ich ja durchdrehen. Stell dir vor, du musst den ganzen Tag da stehen und du hörst diese Mucke. Oh, nee. Nee. Ach, hier so kleine Wasserspiele. Schön. Naja. So, und dann kommt hier, glaube ich, wieder die Rutsche. Oh, ich könnte noch nicht mal rutschen, ne?
könnte heute noch nicht mehr rutschen, ey. Nicht klettern, nicht rutschen, gar nichts. Ich muss allerdings auch Auto fahren heute. Wer hupt denn da so? Können das? Ich muss erstmal eine Toilette suchen. Ja, wie gesagt, ich gucke jetzt gleich nochmal auf den Parkplan. Und ich denke aber mal, dass ich soweit hier alles, zumindest die Highlights, gemacht habe. Ja, genau, da kommt die Rutschen. Da waren wir schon. Und deswegen würde ich sagen, ich muss jetzt gerade überlegen, ob ich euch das Hotelzimmer noch zeige, wo ich jetzt diese Nacht übernachte. Oder ob ich das in den nächsten Clip mache. Was haben wir denn in diesem Video? Ein Hotel, ne? Oh, Kinder. Nee, ich glaube, ich mache das im nächsten Video, glaube ich. Ja, und hier ist, glaube ich, noch ein, auf jeden Fall sind hier Toiletten. Und hier ist, glaube ich, noch ein Restaurant, irgendwie was. Und das hier ist nur so eine Go-Kart-Bahn oder was. Ja, so eine kleine Go-Kart-Bahn. Schön. Ja, siehste, dann haben wir das auch gesehen. So, Kinders, dann würde ich sagen, ich setze mich jetzt hier hin, immer mit dem Licht gehen. Ne? Wer hupt denn da die ganze Zeit? Was soll denn das? Immer mit dem Licht gehen. Und oh, dann werde ich mich noch mal kurz in die Verwaltung noch mal kurz gehen, mich da noch mal verabschieden. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es noch irgendwelche Outtakes gibt. Falls ja, dann erscheint die im Anschluss. Das Hupen ist geil. Und, und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Funfall-Blog-Ausgabe wiedersehen würden. Ich bin mal gespannt, wie das mit dem Ton ist. Habe ich jetzt auch in fast jedem Video gesagt. Ich muss mir abgewöhnen zu schreien, weil dieses Ding sehr empfindlich ist. Ich kann es ja auch runterregeln, ne? Hätte ich auch machen können. Na egal, werde ich ja sehen. Und dann ja, sehen wir uns in der nächsten Funfall-Blog-Ausgabe wieder. Hoffe ich. Bis dann würde ich sagen, macht's gut. Und ciao und schöne Grüße aus dem Allgäu. Ah, ich muss da gucken, stimmt. Guck, jetzt fahren hier die Go-Karts. Tschüss. Achso, ich muss auch aus. Achso, ich muss hier erstmal wieder hier Stopp drücken, ne? Achso, ich muss hier auf Stopp drücken. Achso, ich habe die Kamera noch an.